Willkommen bei 2 nach 10. Wir diskutieren die Themen des Tages, wie ihr das gewohnt seid. Heute bei mir Kerry Hau, unser Bayern-Nationalmannschaftsreporter. Guten Morgen. Guten Morgen. Du bist natürlich heute für uns besonders interessant, weil wir auch gleich die Bayern besprechen werden, die morgen spielen in der Champions League gegen Salzburg. Aber zuvor geht es bei uns erstmal um den FC Schalke gleich. Die haben den Trainer entlassen, Dimitrios Gramotsis, suchen jetzt noch eine neue Lösung. Es gibt momentan noch keine. Und wir fragen, kommt das aus vielleicht sogar zu spät? Denn der Aufstieg ist in Gefahr. Die haben jetzt schon ordentlich Rückstand und könnten es vielleicht sogar verpassen, direkt zurückzukehren in die Bundesliga. Danach der FC Bayern, ich habe es schon angesprochen, da geht es dann um die Abwehr. Vielleicht reicht das ja gar nicht für Europa, wir diskutieren, weil eben morgen das Champions-League-Spiel ist. Könnten sie den Titel gewinnen? Kommen sie überhaupt weiter? Da gibt es einige Fragen, die offen sind, und dann machen wir eben auch den Abwehrcheck. Drittes Thema, es gibt ein Sorgenkind in der Bundesliga, das immer schlimmere Züge annimmt momentan, nämlich Borussia Mönchengladbach. Christoph Kramer hat schon gesagt, ich weiß auch nicht, wer uns hilft, vielleicht der liebe Gott. Die könnten auch noch unten reinrutschen, möglicherweise sogar noch absteigen. Deswegen müssen wir diskutieren, verkennt Gladbach vielleicht sogar den Ernst der Lage? Und wie sieht es aus mit Trainer Adi Hütter? Kann er noch weitermachen? Ist er noch tragbar oder nicht? Dazu später mehr. Erstmal, wie ihr das kennt, geht es in die Umfrage rein. Da sollt ihr natürlich rege mitmachen. Wir sind interessiert an eurer Meinung. Schalke hat sich von Trainer Gramotsis getrennt, reagiert damit auf die 3:4 Niederlage gegen Rostock und den Absturz auf Tabellenplatz 6. Kommt das aus zu spät? Ja, der Aufstieg ist schon passé, sagen 51%. Nein, es war der passende Zeitpunkt, sagen 26%. Und immerhin 22,7% Entlassung war unnötig. Also doch nicht ganz so eindeutig und klar verteilt. Macht da gerne weiter mit. Wir schauen gleich nochmal drauf, wie das dann aussieht am Ende unserer Diskussion. Und gehen jetzt aber mal rein in das Thema. Frage ich dich doch gleich mal ganz spontan, was ist dein erster Impuls? Kommt es zu spät, das Gramotsis aus? Gefühlt schon, weil die spielerische Weiterentwicklung mir so ein bisschen gefehlt hat bei Schalke. Also schon in den letzten Jahren eigentlich. Die Frage ist halt, die man aufwerfen muss, was kann man in der zweiten Liga machen? Kann man sich spielerisch weiterentwickeln? Oder geht es da wirklich nur darum, zu kämpfen, aufzusteigen? Das hat mir bei Gramotsis halt so ein bisschen gefehlt. Ich glaube, als Typ war er schon echt gut, hat auch viele junge Spieler angepackt. So ein Memo Aydin zum Beispiel, der hat sich super entwickelt bei Schalke auch. Ein paar Jungs aus der Knappenschmiede hochgeholt. Ich kann ihn aber nicht als Trainer, wie er so gearbeitet hat, auch diese spielerische Weiterentwicklung, das sehe ich eher kritisch bei ihm. Deswegen denke ich schon, dass die Entlassung an sich ist gut. Die Frage, machst du es halt jetzt? 6 Punkte Rückstand da vorne? Schwierig, weil im Endeffekt, du bist jetzt in diesem Zeitfenster oder in dieser Situation in der Saison, wo du halt noch eigentlich den Bock umstoßen kannst, sage ich mal. Und dafür halte ich Gramotsis schon für jemanden, der das durchaus kann. Neurohr hat das ja auch gesagt, unser Sport1-Experte, es ist jetzt eigentlich wirklich der schlechte Zeitpunkt, so wie du auch gesagt hast, weil du kannst jetzt nur noch einen von außen reinbringen, der die Mannschaft noch nicht kennt, der sich erst dran gewöhnen muss, oder du nimmst eben eine interne Lösung, die aber auch nicht langfristig sein kann. Da gibt es ja den U17-Coach Chinell, der da gerade im Gespräch ist als Interimslösung, oder halt Mike Büskens, der bisherige Co-Trainer, der das auch eventuell machen könnte bis Saisonende. Da gibt es wahrscheinlich heute noch die Entscheidung, also im späteren Verlauf des Tages wissen wir, wer erstmal bei Schalke auf der Bank sitzen wird. Bei Gramotsis ist es so, ja, es stimmt, ich finde, dass die sehr berechenbar waren. Die haben vor allem sehr viel mit Flanken gespielt, war jetzt auch wieder das Schema, Terodde macht 3 Tore, Flanke von links rein, Terodde macht ihn rein. Das war eigentlich so das Einzige, was sie taktisch an Ideen hatten bei Gramotsis, und ansonsten war da recht wenig. Jetzt ist halt die Frage, genau, die du auch gestellt hast, was willst du? Willst du schön spielen oder willst du aufsteigen? Momentan ist das Problem beides. Beides funktioniert nicht. Beides funktioniert nicht. Ja, das ist eben die Frage. Also du brauchst jetzt, finde ich, dann auch einen Trainer, der schon langfristig was bewegen kann, weil sonst hättest du mit Gramotsis, finde ich, auch die Saison noch beenden können. Wie gesagt, es ist jetzt nicht zu viel Rückstand. Wir können jetzt noch nicht sagen, Schalke steigt auf keinen Fall auf. Ist halt jetzt die Frage, setzt der neue Trainer den Impuls? Es gibt ja immer diesen Trainereffekt, wenn ein neuer reinkommt, dass dann die Ergebnisse auch stimmen. Aber ich wünsche mir bei Schalke halt nicht nur dieses Malochen, worüber seit Jahren geredet wird. Das reicht halt vielleicht in der zweiten Liga dann auch. Aktuell reicht es auch nicht für den Aufstieg, Stand jetzt. Aber diese spielerische Weiterentwicklung, da ist schon gut, dass ein neuer Trainer kommt. Ich bin dann auf die Lösung auch gespannt. Ja, Friedhelm Funkel zum Beispiel wurde da auch genannt. Fändest du das interessant? Ja, ob er jetzt der Trainer ist, der da wirklich die spielerische Weiterentwicklung reinbringt. Aber er ist halt der Feuerwehrmann. Ne? Er ist der Feuerwehrmann, mit Rettungen,
hat auch den 1. FC Köln zuletzt gerettet. Hat die Erfahrung, definitiv. Ja, da gibt es ja einige Kandidaten. Ich finde Schinell finde ich eigentlich schon spannend. Nur die Frage ist, verbrennst du jetzt vielleicht dann jemanden für die letzten Spiele, die eben noch anstehen? Also es ist schon ein guter Trainer. Der ist, glaube ich, erster Platz in der U17-Bundesliga West. Also das ist schon ein Statement. Knappen Schmiede macht ja eh seit Jahren gute Arbeit. Das würde ich mir schon wünschen, dass da mal so ein Junger hochkommt, der, ich glaube, ist sogar 2020 Trainerlehrgang, Jahrgangsbester. Also der hat schon noch was drauf, auch taktisch. Die Frage ist halt, braucht Schalke das jetzt in der Situation oder eben so ein Feuerwehrmann, der ja, vielleicht den Bock dann umstößt? Eins können wir sagen, Huub Stevens macht es nicht. Der hat bei uns im Sport1-Interview schon abgesagt. Ich glaube, der hat auch schon die Telefonleitung gekappt und alle Handys ausgeschaltet, dass da ihn keiner mehr anruft. Kann ich auch verstehen, dass er das nicht mehr macht. Peter Neururer gibt es ja noch. Genau, Peter Neururer wäre auch noch interessant. Ich will noch mal so ein bisschen auf die Bilanz schauen von Gramozis. Ein Jahr im Amt, 38 Spiele, 15 Siege, 6 Remis, 17 Niederlagen. Nicht sehr positiv. Was sagt denn das jetzt über seine weitere Trainerkarriere aus? Ist der jetzt dadurch so ein bisschen verbrannt in der zweiten Liga oder glaubst du, der kriegt auf jeden Fall nochmal gute Jobs? Ich denke, man hat ja schon auch gesehen, dass er eben Mentalitätstyp auch ist und das tut einigen Mannschaften gut, ob das in der zweiten Liga, dritten Liga, erste Liga eher schwierig, schätze ich mal. Jeder, der in der zweiten Liga entlassen wird, der hat dann auch perspektivisch wenige Chancen, dann in die erste Liga zu kommen, aber ich sehe ihn jetzt nicht verbrannt. Ich glaube, er hat auch mit der Mannschaft ein sehr gutes Verhältnis gehabt zum Großteil. Da gab es jetzt keine Gräben oder so, das war jetzt kein Chaos. Nicht wie sein Vorgänger, der die Namen irgendwie verwechselt hat von den Spielern. Also ich glaube schon, dass das als ein guter Typ ist, der auch grundsätzlich von seiner Mentalität zu Schalke gepasst hat. Nur es reicht eben Mentalität nicht im Fußball. Du brauchst eben auch Qualität und spielerische Weiterentwicklung. Dafür fehlen Schalke vielleicht aber auch ehrlicherweise die Spieler und da muss dann Rufen Schröder auch liefern. Ja, und ich glaube, dass genau dieser Rufen Schröder vielleicht auch nicht so hundertprozentig hinter der Lösung Gramozis stand. Als sie den installiert haben, waren sie ja schon auf dem absteigenden Ast. Da war ja eigentlich klar, sie steigen ab aus der Bundesliga. Und er wollte dann ja eigentlich eher Steffen Baumgart verpflichten, hat nicht so funktioniert. Dann war Peter Knäbel eher für die Lösung mit Gramozis. Am Ende haben sie sich darauf geeinigt und so richtig hinter ihm standen sie eigentlich nicht. Vielleicht auch aus finanziellen Gründen. Ne? Du weißt es ja nicht, jeder Trainer, der kostet auch dann nochmal, du hast Verträge gemacht etc. Also das ist auch ein finanzieller Aspekt, wo dann vielleicht Knebel gesagt hat, okay, jetzt machen wir erstmal nichts. Und dann hat Baumgart von Köln wahrscheinlich ein besseres Angebot bekommen und dann war das so die Lösung eben. Und dann stehst du halt am Ende da und musst vielleicht noch ein weiteres Jahr zweite Liga akzeptieren, so wie das auch der HSV schon seit einer Weile kennt. Jetzt schauen wir zum Abschluss nochmal auf die Umfrage, ob sich da was geändert hat. Dürft ihr natürlich gerne weiter mitmachen. Aufstieg ist schon passé, sagen mittlerweile 54,4%. Passender Zeitpunkt immerhin noch 25, also auch nicht so ganz eindeutig und die Entlassung war unnötig. 20,6%, also da dürft ihr gerne weiter mitdiskutieren, ist immer bei uns gewünscht. Reger Austausch und da gibt es ja verschiedene Meinungen, wie wir ja gerade aufgedröselt haben und dann wird es interessant. Wer denn sein Nachfolger wird, erfahrt ihr natürlich bei sport1.de. Von der zweiten Liga springen wir eine Liga hoch in die Bundesliga und sogar in die Champions League. Morgen die Bayern beim Rückspiel gegen Salzburg gefragt. 1-1 ist das Hinspiel ausgegangen. Jetzt sind sie momentan nicht so gut drauf. Also am Wochenende auch nur 1-1 gespielt gegen Leverkusen. Davor dieses knappe 1-0 gegen Frankfurt, dann gab es so eine Niederlage gegen Bochum vor ein paar Wochen, wo du gedacht hast, krass, was machen die denn da? Irgendwie läuft es gar nicht rund. Und die Abwehr ist so ein bisschen die Achillesferse. Wir stellen die Frage, reicht das für Europa? Also da ist ja implizit, würde das reichen, dass sie auch die Champions League gewinnen? Was ist deine Meinung? In der aktuellen Form nicht, weil die machen zu viele Fehler. Das hat Nagelsmann auch nach dem Spiel wieder gesagt. Upamecano mit dem Rückpass. Er ist nicht der Einzige, der da schlecht gespielt hat. Auch Jo Kimmich auf der 6. 19 Ballverluste. Also das kennt man so von ihm nicht. Und zu einer Defensive gehört ja nicht nur eben die letzte Kette, sondern eben auch die Spieler davor. Und da fehlt vielleicht auch so ein Leon Goretzka, da fehlt vielleicht auch ein Tolisso, der viel im Januar gespielt hat und auch gut gespielt hat. Und da fand ich, die Abwehr war schon sattelfest. Und eben diese Fehler, die sie seitdem drin haben, das kann niemand erklären, das kann Nagelsmann auch nicht erklären. Wenn du die Fehler machst, auch gegen Salzburg, ja, dann hast du gegen Salzburg auch Probleme. Ne? Und aktuell sehe ich da andere Mannschaften in Europa schon weiter vorne. Ja, mich wundert es ja auch. Ne? Wenn du hochpresst gegen Bayern, dann kannst du sie ganz leicht ausrechnen. Dann spielst du mal vielleicht einen Steckpass, dann spielst du einen Chipball und dann geht das ganz einfach. Mit 3-4 Spielzügen sind sie auszurechnen. Finde ich erstaunlich, weil ja eigentlich Nagelsmann auch dafür immer gelobt wird, dass er ja so ein Taktik-Mastermind ist, aber so richtig funktioniert es nicht. Jetzt gehen wir vielleicht mal die einzelnen Abwehrspieler durch. Du hast schon Upamecano erwähnt, der ist so ein bisschen das größte Sorgenkind eigentlich. Kam so vor der Saison aus Leipzig, alle dachten, das wird der neue Superstar der Abwehr in der Bundesliga und so richtig funktioniert es nicht. Hat immer wieder gravierende Böcke drin, obwohl er eigentlich
meiner Meinung nach ein talentierter Innenverteidiger total ist. Total talentiert. Die Qualität bringt er auf jeden Fall mit, auch im Verteidigen. Er ist sehr aggressiv, er hat da sehr gute Zweikämpfe auch gewonnen. Das darf man nicht vergessen. Aber wenn du halt so Fehler drin reinhaust, die bleiben halt haften. Und das ist das Problem bei ihm aktuell. Da fehlt so ein bisschen vielleicht auch das Selbstvertrauen. Ihm fehlt da schon noch so dieser Reifeprozess, wirklich dann zum Führungsspieler zu reifen. Weil du hast ja mit Alaba, Boateng schon zwei Lautsprecher hinten noch verloren, zwei Chefs. Und den hat Bayern aktuell, finde ich, nicht. Da ist Niklas Süle noch der, sage ich mal, stabilste Innenverteidiger. Auch eine sehr gute Spieleröffnung hat. Mhm. Das vermisse ich so bei den anderen Innenverteidigern ein bisschen. Und Upamecano versucht dann oft, riskante Bälle zu spielen. Und es geht dann halt oft auch in die Hose. Und das nervt halt auch Nagelsmann. Ne? Wie viele Gegentore sie jetzt schon bekommen haben, auch in Berlin. Ein ähnlicher Rückpass, der dann zum Gegentor geführt hat. Jetzt trifft Adli den Pfosten. Also ich glaube schon, dass da einfach so ein bisschen eine Konzentrationsfrage aktuell eher das Problem ist. Nicht unbedingt die Qualität. Dann haben wir noch einen weiteren Kandidaten, Niklas Süle, du hast es schon angesprochen. Für mich, obwohl er nicht so gesehen wird in der Öffentlichkeit, für mich trotzdem der Abwehrchef, der so die Kommandos gibt, der auch am ehesten Routine und Souveränität da hinten ausstrahlt, auf den du dich eigentlich immer verlassen kannst, der aber halt im Sommer geht. Deswegen vielleicht so ein bisschen lame duck, oder siehst du das nicht? Nee. Also ich finde, er bringt ja seine Leistung. Das ist so das Wichtigste. Die Fans honorieren das auch. Und wie du es eben sagst, er ist aktuell der Chef. Für mich ist er trotzdem noch ein bisschen zu leise, wenn ich im Stadion sitze. Also da fehlt mir hinten schon jemand, der wirklich Kommandos gibt. Deswegen wird die Rückkehr von Manuel Neuer auch sehr wichtig für Bayern, weil er eben hinten raus schon ein bisschen dirigiert, auch die Spieler vor ihm führt. Und da fehlt mir eben einer wie Alaba, der klare Kommandos gibt, wo sich auch der Spieler davor verlassen kann auf ihn. Und das ist bei Bayern gerade so ein bisschen diese Abstimmung, Konzentration, das müssen sie wieder reinkriegen. Glaubst du, dass da nur ganz kurz vielleicht auch die taktischen Umstellungen immer eine Rolle spielen? Der Trainer sagt ja, jeder Spieler muss jedes System können und auch viel wechseln können während des Spiels. Aber verunsichert dich das nicht vielleicht ein bisschen, wenn du weißt, meine Abwehr ist eh nicht so stabil und dann mal Dreierkette, mal Viererkette? Ist das ein Problem? Ja, es ist ja Nagelsmann-Philosophie, auch während des Spiels, ähnlich wie Pep Guardiola, um die Systeme durchzuwechseln. Und ich finde, das ist jetzt nicht so das größte Problem. Ich finde auch, im Mittelfeld klafft dann halt oft ein Loch. Jo Kimmich ist oft auf sich allein gestellt und Leon Goretzka lässt ihn eben auch besser aussehen. Und Corentin Tolisso lässt ihn besser aussehen. Ich würde auch die Personalie Kimmich aktuell eben so ein bisschen hinterfragen, weil er ist eben ein sehr, sehr guter Spieler. Aber erreicht er alleine da als Nummer 6 so wirklich. Deswegen Marc Rocker kriegt aktuell keine Spielanteile. Marcel Sabitzer eher enttäuschend. Jamal Musiala, super Talent, aber sehe ich eher weiter vorne. Also es ist schon schwierig aktuell. Bayern fehlen da so ein bisschen die Schlüsselspiele, auch auf der linken Seite Alphonso Davies. Das sind eben wichtige Spieler fürs System auch von Nagelsmann. Absolut. Jetzt haben wir kaum noch Zeit, aber vielleicht kurz noch der Check. Hernandez haben wir noch als Innenverteidiger. Wird mir so ein bisschen unterschätzt immer. Ich finde, das ist eigentlich wirklich ein guter Mann. Der hat halt 80 Millionen gekostet, da hat man vielleicht höhere Erwartungen. Kann er nichts für im Endeffekt. Das ist der Preis, den der Brazzo eben für ihn bezahlt hat, den Atletico Madrid auch aufgerufen hat damals. Er hat eben das Problem, glaube ich, so ein bisschen auch Kommunikation. Das fehlt ihm noch so ein bisschen. Die Sicherheit da auch hinten, den Leuten auch Anweisungen zu geben. Dann wäre er der Chef, weil ich finde, als Zweikampfspieler, er geht absolut voran. Er gewinnt die Zweikämpfe, er läuft viele Bälle ab. Ich finde ihn jetzt auch nicht so langsam, wie Lothar Matthäus da immer irgendwie sagt. Also er bringt eigentlich die wichtigsten Attribute mit als Verteidiger. Da ist aber auch das Thema Spieleröffnung wieder so ein bisschen. Das wird jetzt Bayerns Herausforderung, eben einen Spieler auch zu finden für die Innenverteidigung, der das Spiel gut eröffnen kann. Der auch Kimmich vielleicht bei der Spieleröffnung ein bisschen entlastet. Für die neue Saison dann. Für die neue Und Saison. Und ganz kurzes Wort noch, Tanguy Ndiaye haben wir ja auch noch als Innenverteidiger. Ja. Der spielt aber gar keine Rolle momentan irgendwie. Ja, weil er noch verheerendere Fehlpässe spielt, auch im Training zum Teil. Auch ein super Talent, bringt vieles mit. Und Nagelsmann hat ja auch schon vor einem Monat gesagt, haarsträubende Fehler, die muss er abstellen. Und ähnlich ist es ja auch bei Upamecano. Upamecano ist nochmal 3 Jahre älter, hat auch 40 Millionen gekostet. Ndiaye kam ablösefrei, das muss man ja auch alles bedenken. Da setzt er eher den Jungen auf die Bank. Und ich bin gespannt, ob Nagelsmann den hinkriegt, weil er wird intern, auch Mitspieler sagen, das schon als absolutes Top-Talent, als Top-Spieler auch gesehen. Muss es halt auf den Platz bringen. Vielleicht noch ein bisschen, braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Dann gibt es noch Pavard, wo ich sage, mit dem haben sie auch das Sextuple geholt. Also so schlecht kann er auch nicht sein. Ja, und er soll auch langfristig als Innenverteidiger eigentlich schon etabliert werden. Das will er auch lieber spielen. Und ich fand ihn in den letzten Spielen, ihn noch besser als Süle, was jetzt das Ballerobern anging. Also das fand ich schon sehr gut. Da kann ich aktuell auch keine Kritik üben, auch in Bezug auf Salzburg. Da rettet er die Bayern ja mit seiner Klärungsaktion auf der Linie. Und später spielt er den Ball, der dann zum Ausgleich führt. Also ist schon auch ein unterschätzter Spieler, wenn er so unter dem Radar läuft.
Aber die Qualität hat er definitiv. Ihr seht, wir haben uns ein bisschen verplaudert, aber mit Kerry könnte ich ewig über Bayern reden, weil er da halt sehr, sehr tief drin ist und sehr interessante Infos gibt. Vielen Dank mal dafür erstmal. Und da schauen wir natürlich weiter drauf und werdet ihr bei uns auch informiert. Dann morgen im Fan-Talk und bei sport1.de und in der kostenlosen App gibt es alle Infos zum Bayern-Spiel. Und dann schauen wir mal, ob das reicht für Europa. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch momentan. Jetzt springen wir weiter von den Bayern von oben in der Tabelle nach unten auf Platz 13 zu Borussia Mönchengladbach. Und da hinten sehen wir schon, eigentlich wirken sie alle so ein bisschen ratlos. Wirkus, der neue Sportdirektor, Hütter sowieso, der Trainer, weil möglicherweise droht sogar der Abstieg. Borussia Mönchengladbach, nur noch 4 Punkte ist der Abstand zu Platz 16. Verkennen die vielleicht den Ernst der Lage? Jetzt haben sie gegen VfB verloren, 2-0 geführt, 2-3 am Ende noch verloren. Steigen die am Ende vielleicht sogar ab? Müssen die Hütter entlassen? Viele Fragen jetzt, ja, die du mir gestellt hast. Dann gehen wir mal auf die Hütter-Frage. Würdest du sagen, sie sollten jetzt Hütter entlassen? Boah, schwierig. Also ich finde, er ist ein guter Trainer, das hat er bei Eintracht Frankfurt gezeigt. Ich sehe eher das Problem bei den Spielern, ganz ehrlich. Du kannst aber keine Mannschaft austauschen. Und jetzt muss ich eben der Virkus dann fragen, bin ich jetzt konsequent und hole auch einen Feuerwehrmann, der die Jungs mal wachrüttelt? Oder halte ich an einem guten Trainer fest, der auch spielerisch weiterentwickeln kann, aber braucht es das jetzt in der Phase? Weil man sieht ja, mit schönen Spielen kommen die nicht weit. Sie haben auch richtig schöne Spielzüge drin gehabt. In Stuttgart fand ich die Tore super rausgespielt. Neuhaus da zusammen mit Player und so. Das hat schon super funktioniert. Aber dann führst du 2-0 in Stuttgart und verlierst das Ding 3-2. Also das darf dir nicht passieren gegen so eine Mannschaft. Also VfB, bei allem Respekt, wenn du 2-0 hinten liegen in der aktuellen Phase, dann musst du das über die Zeit bringen. Ich habe es ja auch, glaube ich, gegen Augsburg hatte ich mal die Highlights bei uns kommentiert von Gladbach und da haben die wahnsinns Fußball gespielt. Da haben die sowas von auseinandergenommen bei ihren Offensivaktionen und da denkst du, so eine Mannschaft gehört eigentlich in die Champions League vom Gefühl her und jetzt krebsen sie da unten rum. Es gab ja schon öfter mal den Fall, dass eine gute Mannschaft so vor dem letzten Drittel der Saison so 12. war, 13. und dann immer noch abgerutscht ist und plötzlich abgestiegen ist. Und das droht meines Erachtens Gladbach so ein bisschen. Christoph Kramer hat gesagt, ich weiß auch nicht, wer uns hilft, vielleicht der liebe Gott. Und Jan Sommer, der Torwart, meint, also der VfB, waren in der zweiten Halbzeit um Klassen besser als wir in allen Belangen. Und das sagt er über eine Mannschaft, die akut abstiegsgefährdet ist. Also das ist ja eigentlich ein Armutszeugnis. Total. Also man sieht es ja auch an den Talenten, die sie haben, an der Qualität, die sie haben. Das sind vielleicht keine Spieler, die du für einen Abstiegskampf einkalkulierst. Zum Beispiel ein Kone, super Spieler, Riesentalent, macht richtig Spaß zuzusehen, aber kann der auch so gegen den Ball arbeiten, wenn es dann wirklich hart auf hart kommt. Und vorne die Spieler, also Lothar Matthäus hat es auch gesagt nach dem Spiel, was der Thüram da kurz vor Schluss macht, 1-gegen-1 mit Sosa an der Seite, lässt ihn einfach laufen, das ist schon eine Frechheit. Ne? Also das geht so nicht. Also ich finde, da muss schon dieser Zusammenhalt da sein. Und Christoph Kramer finde ich das Interview sehr gut zu einer richtigen Zeit, weil jetzt ist klar, okay, da gibt es Tröpfchen in der Mannschaft, da gibt es eben keine Einheit. Und wenn sie die nicht zusammenkriegen, dann kann das schon sehr, sehr eng werden. Aber dafür ist ja letztlich der Trainer verantwortlich. Es ist immer schwierig, den Trainer öffentlich anzuzählen, weil ich persönlich Adi Hütter auch sehr sympathisch finde. Ich glaube, dass das auch ein super Fußballfachmann ist. Aber die Vorzeichen waren ja von Anfang an nicht so gut in Gladbach. Da haben sie 7,5 Millionen bezahlt. Es wollte ihn offenbar nicht jeder im Verein. Max Eberl wollte ihn, der damalige Sportdirektor, hat ihn dann durchgedrückt. Es hat irgendwie nicht so mit ihm und der Mannschaft harmoniert von Beginn an. Man merkt, die sind einfach nicht stabil. Es gibt kein klares Konstrukt in der Mannschaft. Nichts, worauf du dich verlassen kannst. Dann scheiden sie auch noch zum Beispiel im Pokal gegen den Zweitligisten Hannover aus, schlagen aber die Bayern zweimal in der Saison. Einmal 5-0 im Pokal, dann 2-1 in der Liga, wo du denkst, wo ist die Konstanz? Das fehlt und das ist halt letztlich dann doch was, wofür der Trainer verantwortlich ist. Ja, und mir fehlen da auch die Führungsspieler, ganz ehrlich. Also Hütter ist da auch schon eine arme Sau in der Hinsicht so ein bisschen, weil irgendwie, klar, nach dem Spiel machen dann Spieler den Mund auf, Jan Sommer und so, aber auf dem Platz, was passiert da? Ich meine, Sommer kann nichts dafür, dass ihm da ständig Bälle um die Ohren fliegen. Aber mir fehlt auch in der Abwehr wirklich, da muss ich auch Matthias Ginter mal in die Pflicht nehmen. Klar, der Vertrag läuft aus, der ist vielleicht mit den Gedanken schon ein bisschen woanders, aber er ist deutscher Nationalspieler und da erwartet man schon, dass der auch mal vorangeht. Und da fehlen die Spieler so ein bisschen. Mit Leistung vorangehen, die Stürmer vorne, wie gesagt, auch nach hinten arbeiten. Dieses 1x1, das stimmt gerade überhaupt nicht. Und deswegen muss man sich im Gladbach schon Sorgen machen. Auch wenn ich persönlich sage, dass von der Qualität, von der fußballerischen Qualität, definitiv genug da, um das zu halten. Und die anderen Mannschaften, die da unten drin stehen,
die halte ich jetzt noch nicht für unbedingt fähig, da sofort rauszukommen. Man hat es natürlich gesehen, so Augsburg, die holen dann ihre Punkte. Ne? Das ist schon, also es wird eng definitiv. Das ist ja auch das, so ein bisschen das Gladbacher Glück, dass da hinten noch die Hertha zum Beispiel da auch sehr schwach unterwegs ist und vielleicht tut sich da ja auch was in Richtung Trainerentlassung. Es ist halt immer schwierig, wenn du jetzt so kurz vor Schluss den Trainer dann noch entlässt, kannst du nur einen Feuerwehrmann eigentlich holen, der bis zum Saisonende das durchzieht und dann neu aufbauen und hoffen, dass du irgendwie drin bleibst. Gibt halt auch jetzt keine großen Kandidaten, die ich sehe. Oder ja, hast du irgendeinen Namen? Nee, mir fällt gerade kein Name ein. Also Hans Meyer. So. Nee, also Wilhelm Funkel, der wieder, wie auch in Schalke genannt wurde. Ja, das ist schwierig. Also vor allem Hütter, du hast es ja angesprochen, 7,5 Millionen Ablöse. Wenn du den jetzt rausführst, dann hast du natürlich auch wieder dieses finanzielle Thema. Ne? Du musst wieder eine Abfindung zahlen. Der hat noch so und so langen Vertrag. Also das sind schon Punkte, die stellt sich auch der Herr Wirkus, diese Fragen aktuell. Und mir fällt da gerade niemand ein. Deswegen, ich würde es nochmal versuchen. Der nächste Spieltag wird sicherlich auch entscheiden, die nächsten ein, zwei Spiele. Wenn die beide verlieren, dann kann man nochmal sich hier hinstellen auch gerne und drüber sprechen, ob man dann den Hütter doch entlässt. Ja, ich glaube, dass der auch so ein bisschen das Problem hat, dass halt im Verein so viel Chaos ist. Es gibt unklare Vertragssituationen bei vielen Spielern. Du hast es gesagt, Ginter wird im Sommer gehen, auf jeden Fall. Ja. Zakaria haben sie schon verkauft. Dann gibt es vielleicht noch den einen oder anderen. Was ist mit Thuram zum Beispiel? Der sind mit den Gedanken schon woanders. Weg ist. Genau, ja. Dann haben sie einen neuen Sportdirektor, der auch alles neu aufstellen muss. Es ist halt irgendwie einfach eine ungünstige Saison momentan für Gladbach und vielleicht ist dann am Ende Hütter der Leidtragende, aber ich glaube nicht, dass es ihn schädigen würde, wenn der jetzt da entlassen werden würde, weil er ist ja trotzdem ein guter Trainer. Ja, das können wir so festhalten. Super, dann halten wir das so fest. Verkennt Gladbach den Ernst der Lage, müssen wir noch ein bisschen abwarten. Das ist unsere Lösung am Ende. Ich danke dir, dass du dabei warst, hat Spaß gemacht und wir hören natürlich von dir weiterhin vom FC Bayern vor allem und von der Nationalmannschaft. Bleib da gerne bei sport1.de upgedatet und in der App heute Abend natürlich auch noch der Maschinensucher Doppelpass bei uns im TV. Da wird mit Sicherheit die Entlassung von Gramotzes nochmal Thema sein. Also da seid ihr dann auch vollauf informiert. Und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut. Schönen Tag. Ciao. Ciao.